Ich möchte gerne drei Gedanken entwickeln. In der Gefängnishaftanstalt in Berlin Moabit sitzt ein junger Mann, 25 Jahre alt, sein Name ist Jechna. Und er sitzt dort, weil er ein Krimineller ist. Er hat Raubüberfall begangen. Menschen sind Opfer geworden seiner Gewalt. Er ist 25 Jahre alt und er hat in der Gerichtsverhandlung gesagt, dass er zu Recht angeklagt und zu Recht verurteilt wurde, weil er hat Verbrechen begangen. Seine Eltern sind vor 25 Jahren auch nach Deutschland gekommen. Damals war Jecha ein Baby von ein paar Wochen. Geboren war er in einem Flüchtlingscamp. Und seine Eltern sind als Staatenlose hierher gekommen und seit 25 Jahren sind sie in Deutschland, haben kein Asyl bekommen, aber werden geduldet. Das heißt, es wird ihnen gesagt, bei der nächsten Gelegenheit schieben wir euch ab. Müsst ihr wegkehren. Sie dürfen nicht arbeiten, können auch keine Steuern zahlen, sind immer behördlicherseits auf Abruf, um bei der nächsten Gelegenheit doch eine Chance zu finden, sie loszuwerden, sie abzuschieben. Nochmal, Jecha ist zu Recht im Gefängnis. Man soll das nicht bezweifeln, dass jemand, der Gewalt ausübt, schon auch, um den Opfern Genüge zu tun, ins Gefängnis sollte. Er war mit 16 schon mal im Gefängnis und hat dort, wie man gehofft hat, wie er gehofft hat, eine wirkliche Bekehrung erlebt und wirklich versucht, sich neu auszurichten und war danach in Berlin sowas wie ein Vorzeigeaussteiger aus der Gangszene. Was hat nicht gehalten, hat nicht funktioniert. Und er ist wieder gewalttätig geworden. Jecha. Er ist schuldig geworden und schuldig gesprochen für Verbrechen, die er begangen hat, aber wahrscheinlich ist das entscheidende Verbrechen, das er begangen hat, der entscheidende Punkt, an dem er schuldig geworden ist, dieser junge Mann, dass er als Boss Anerkennung gesucht hat bei der Gang, die Verbrechen verübt. Straßengang in Neukölln in Berlin. Dass er dort Gemeinschaft gesucht hat, wo diese Gemeinschaft nur zu haben war und das Ansehen, Respekt unter den Freunden nur zu haben war um den Preis, dass er Verbrechen verübt und gewaltsam wird. Das ist letztlich das Verbrechen des Jecha E-Punkt, dass er Gemeinschaft wollte an der falschen Stelle und an einer Stelle, wo man es nicht darf, weil Gewalt immer Opfer hat. Mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, ausgehend von der Lesung, die wir heute gehört haben, als zweite Lesung, ist den Brief, den Paulus geschrieben hat an die Christen in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki. Das ist ein kurzer Abschnitt gewesen und die Übersetzung ist nicht ganz einfach. Die Auslegung ist relativ kompliziert und ich halte mich einfach mal an den Text, wie es jetzt in unserer Einheitsübersetzung steht. Das ist das, was ich auch auf dem Liedblatt habe. Paulus betet für die Gemeinde, für euch und sagt, er betet darum, dass Gott euch eure Berufung würdig macht. Und in seiner Macht allen Willen zu üben und jedes Werk des Glaubens vollenden, damit der Name Jesu in Herrlichkeit aufstrahlt. Dieser Ausdruck, dass Gott euch würdig macht, klingt vielleicht erstmal altbacken und fremd, aber worum es in der Sache geht, es ist ganz klar vom jüdischen Hintergrund, in dem Paulus ja auch schreibt, würdig machen bedeutet, dass man zutreten darf zur Gemeinschaft mit Gott. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir als Menschen, zumal Menschen, die schuldig geworden sind, vor Gott treten dürfen. Was hast du hier verloren? Gott möge euch würdig machen, hinzuzutreten. Zu dieser Gemeinschaft, die heiligste Gemeinschaft ist, die Gemeinschaft mit Gott. Das ist nicht eine eigene Leistung zu sagen, schau mal Gott, was ich geleistet habe, deswegen darf ich jetzt kommen, sondern die Bitte an Gott, Gott, du kennst mich, du siehst mich.
Es ist deine Einladung, dass ich hier sein darf. Morgen, Sie wissen es, gedenken wir des mutmaßlichen Anschlages der Thesen an die Kirchtür von Wittenberg, 500 Jahre, offizielle Beginn dessen, was man heute die Reformation nennt. Und eines der entscheidenden Stichworte damals in der Reformation ist das Stichwort Rechtfertigung. Und in dem Kontext können Sie sehr gut verstehen, was mit Rechtfertigung gemeint ist. Was rechtfertigt eigentlich, dass du heute hier bist? Weil du so ein toller Mensch bist und die da draußen alle nicht? Weil du so fromm bist und so viel betest und hier mindestens so viel in der Kollekte hinterlässt? Das ist nicht die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung ist, weil Gott möchte, dass du hier bist und dich eingeladen hat. Weil du ohne viel dafür getan hast, die allermeisten von uns als kleines Baby getauft wurden, hineingenommen in diese Gemeinschaft, ohne alles Verdienst, wie es dann in der alten Sprache heißt. Das meint das Wort Rechtfertigung. Und daran schließt Paulus seine Bitte an und sagt, Gott möge uns jetzt schenken, dass das, was unsere Fähigkeiten sind, das Gute bei uns selbst, bei jedem von uns ist etwas Gutes, weil ihr seid von Gott geschaffen. Gott hat euch Fähigkeiten und Gutes gegeben. Und er möchte, dass das Gute, was bei euch ist, die Chancen und Fähigkeiten, die ihr habt, dass das zur Vollendung und zur Entfaltung, dass das, was daraus wird, also in die Gemeinschaft, in die Nähe Gottes kommen, damit das Gute, was in euch ist, lebendig werden kann und vollendet werden kann und nicht stecken bleibt auf halbem Weg. Von dem heißt es, dass das ein Werk des Glaubens ist. Also, was macht es mir möglich, dass ich die Fähigkeiten, die ich habe, fürs Gute einsetze, ist Vertrauen. Ist das Vertrauen, Glauben, Vertrauen daran, dass es bei Gott möglich ist, dass ich mich einsetze mit dem, was ich habe. Nicht ängstlich um mich selbst, sondern vertrauend auf diesen Gott. Wenn das nicht wäre, ich weiß nicht, wo ich sonst Anschluss finden wollen würde, wohin mich das treiben könnte. Ich weiß, dass es eine große Gnade ist, dass ich konkrete Menschen kennengelernt habe, die mich hineingeführt haben in Erfahrung des Vertrauens. Und wenn da etwas gut an mir ist, dann verdanke ich es vielleicht dem, dass ich dieses Vertrauen geschenkt bekommen habe, diesen Glauben, den ich geschenkt bekommen habe, der so trägt, dass ich das, was ich von Gott empfangen habe, auch in der Gemeinschaft mit Gott verwirklichen darf. Vielleicht verstehen Sie von daher auch den Abschluss dieses Satzes von Paulus, dass er sagt, das dient automatisch der Verherrlichung des Namens Jesu. Dass der Name von Jesus herrlich ist und nicht schäbig, das geschieht dann, wenn Menschen sehen, hier ist Glauben und Vertrauen, aus dem etwas wird, dass das Gute, das da ist, sich vollendet. Ein dritter Punkt. Lasst uns realistisch bleiben. Wir werden die heile Welt nicht finden, wo kein Mensch ausgegrenzt wird. Und wer andere Hautfarbe hat, der weiß das. Und in diesem Land haben wir Jahrhunderte und diesem Kontinent Jahrhunderte es geschafft, Juden immer wieder auszugrenzen. Mal raffiniert, mal brutal. Bleiben wir realistisch. Wo Menschen sind, ist immer die Versuchung der Ausgrenzung dessen, was man als fremd empfindet und sagt, das gehört doch hier nicht dazu. Ich will nicht sagen, dass Grenzen ziehen und Abgrenzung nicht auch etwas Notwendiges ist. Ganz gewiss ist das. Sonst kann keine Identität wachsen. Aber gerade dort, wo es notwendig ist, ist das ein Instrument, das man ganz behutsam einsetzen sollte und ganz bewusst schauen, was wir da machen. Denn vielfach ist es ja, dass wir das abgrenzen und ausgrenzen, was wir gar nicht kennen. Also statistisch nachweisbar, je weniger Fremdes bekannt ist, desto mehr ist Fremdes negativ gesehen. Und vielleicht steckt hinter diesem Antrieb, diesen Impetus ausgrenzen zu wollen, ja auch
diese Sehnsucht danach, zu etwas dazugehören, und man ist ängstlich, dass wenn da was Fremdes dazukommt, dann gehöre ich ja nicht mehr dazu. Und es ist so tragisch, wenn das, mit dem man dazugehören will, eine Wertegemeinschaft ist, die man genau dadurch kaputt macht, dass man ausgrenzt. Und besonders abscheulich ist es, wenn es gezielt Menschen diesen Mechanismus ausnutzen, um sich selbst damit populär zu machen. Das Schlimmste hat ein, wie soll ich sagen, Generalsekretär einer sich christlich nennenden süddeutschen Regionalpartei, deren Name mir gerade entfallen ist, Herr Andreas Esbucht, vor, ich glaube, es 4 Wochen, vor dem Presseclub in Bamberg gesagt. Generalsekretär seiner Partei, der wüsste, was er da macht. Zitat ist vielleicht leicht anders gefallen, aber von der Sache her eindeutig. Er sagte, das Schlimmste ist fußballspielender, ministrierender Senegalese. Er ist 3 Jahre hier als Wirtschaftsflüchtling. Zitat, den kriegen wir nie wieder los. Das hat ja bei einer Aufschrei gegeben, die Schlusskonferenz hat diesen Generalsekretär der Regionalpartei scharf in die Schranken gewiesen. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, Andreas S. Punkt hat recht. Die kriegst du nicht wieder los. Ich hätte nie gedacht, dass er Inspiration für die theologische Einsicht ist. Aber dort, wo Gott Menschen berufen hat, kriegst du sie nicht wieder los. Das liegt jetzt in jedem Fall nicht am Fußball, sondern am Ministrieren. Es ist Gottes Berufung, dass du hier bist. Und deine Taufe ist Gottes Berufung. Und wenn da einer kommt und sagt, das sei schlimm, das würde ich nicht mehr losbekommen, muss ich sagen, nein, das ist Gottes Gnade und Gottes Geschenk. Kriegst du nicht mehr los. Wir können damit nicht alles ausgleichen, was es an Ungerechtigkeit in der Welt gibt und an Ausgrenzung, aber wir können versuchen, dass wir, so verschieden und so schwierig wir sind und mit all den Macken und wie oft es uns nicht gelingt, aber wir können wenigstens den Wunsch danach haben, dass das ein Ort ist, Kirche aller Getauften in der Verschiedenheit der Konfessionen und unsere Gemeinde hier, ein Ort ist, wo Menschen erfahren, Gott rechtfertigt, dass du hier bist. Es hängt nicht von mir ab, es hängt nicht von dir ab, sondern es ist Gottes Einladung, dass wir hier sind. An jeder einzelne von uns. Das kriegst du nicht wieder los. Du kannst auf dieses Vertrauen, das Gott in dich hat, bauen. Und wie viel dir auch Menschen Steine in den Weg legen, lass dich da wirklich beirren. Gott ist dein himmlischer Vater. Was meint heute der Punkt? Ich habe keine Ahnung, ob Jechia andere Wege gegangen wäre, wenn er hier in unserer Gemeinde gewesen wäre, dass wir vermessen. Wir retten nicht die Welt. Und Hauptverantwortung für das, was der Mensch tut, hat immer noch mal dieser Mensch selber. Vielleicht hätte es Chancen gegeben in seinem eigenen religiösen und politischen Kontext. Vielleicht hätte es Chancen gegeben, wenn da eine Gemeinschaft, ein Staat gewesen wäre, der einem Menschen, der nie etwas anderes erlebt hat als Berlin, als nur Geduldeter durfte, noch nicht einmal den Bezirk Berlin verlassen. Vielleicht hätte es ihm geholfen, wenn man wenigstens dort gesagt hätte, du hast ja eine Perspektive. Ihm erlaubt hätte, Abitur zu machen, statt nur ein Minimum an Bildung. Ihm erlaubt hätte, seine Talente einzusetzen, er war der Beste in seiner Klasse. Ich weiß nicht, was man da hätte anders machen können. Es ändert nichts daran, dass er selbst sein Leben verantworten muss. Aber ich lerne aus dieser Geschichte von Jechia, dass für uns und für mich eine wichtige Aufgabe ist, das, was uns möglich ist zu tun, Menschen die Erfahrung weiterzugeben, dass Gott uns annimmt. Und das Evangelium ist voll von Geschichten davon, und wir haben einen davon das Evangelium gehört von diesem Zachäus, dass dies an erster Stelle für diejenigen gilt, die als Sünder gelten. Die gehören dazu. Und Jesus sagt, auch dieser ist ein Kind Abraham, dann sagt er, er gehört dazu. Was immer du denkst, dass er getan hat. Das gilt dann erst recht für Menschen, die Schutz suchen und Heimat. Von Gott sind wir angenommen. Wir müssen schauen als Menschen, wie wir das so umsetzen können in konkrete Praxis und konkrete Erfahrungen.